Hey Leute, ich begrüße euch zum nächsten CrossFit Bonn Home Workout. Heute wird es ein bisschen anstrengend auf jeden Fall. Wir fangen an mit dem Prep oder Warm-Up. Wir machen erstmal zwei Runden pro Seite, 5 Single Leg Glute Bridges. Dabei liegt euch einfach auf den Boden. Ja. Nehmt ein Bein in die Luft, 90 Grad angewinkelt ungefähr, und geht in die dynamische Luftbrücke. Und versucht die Hüfte dabei nach oben zu bringen, soweit es geht. Arme würde ich nach vorne strecken, 5 mal links. Und 5-mal rechts. Wenn ihr das habt, geht ihr in die Air-Squat, Füße in eure Squat-Position, Arme nach vorne, unter 90 Grad, die Hüfte wieder strecken. 10 Stück, solltet ihr auch kennen. Dann Mountain Climber, ganz wichtig, weil wir machen nachher auch ein Workout. Einmal Liegestützposition, also Körper bildet eine Linie, Schulterblätter sind ein bisschen auseinander. Und ein Sprung zielt für eine Wiederholung, versucht Knie so weit wie möglich unter den Körper nach vorne zu bringen. Dann gehen wir noch in einen Stretch an die Wand oder halt Couch, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Wenn ihr jetzt keine Möglichkeit habt, euer Bein anzustellen, geht ihr einfach bitte in die Position, versucht das Becken nach hinten zu kippen, einmal den Arm nach oben zu bringen und das ungefähr für eine Minute zu halten. Ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ihr an eine Wand oder Couch, irgendeine Möglichkeit, euer Bein hinten anzustellen. Bringt das Bein oder den Fuß ein bisschen neben den Körper, kippt das Becken nochmal ein bisschen nach hinten, streckt den Arm nach oben und haltet die Position auch für ungefähr eine Minute. Wenn ihr das habt, gehen wir in unseren Kraftpart oder Explosive Strength Part. 4 Sätze von 25, Achtung, das sind ganz schön viele, Max Effort Jumping Squats oder Jumping Air Squats. Das heißt, ihr versucht so hoch zu springen wie möglich. Und dann stellt euch wieder in eure Squat Position. Nehmt ein bisschen Schwung mit dem Arm und aus der Position springt ihr so hoch wie ihr könnt und versucht direkt in die nächste Wiederholung zu gehen. Wirklich, ne, ab. Sky's the limit. Und dann unser Workout, Little Mountain. Jonah hat sich was Fieses überlegt. Wir machen 8 von der Mountain Climber. Aber damit das nicht ganz so langweilig wird, kriegt ihr noch zusätzlich immer ein paar Aufgaben. Minute 1 bis 5, also in den ersten 5 Minuten für alle 30 Sekunden, 3 Burpees. Denke ich, brauche ich nicht mehr zu erklären. Dann Minute 6 bis Minute 10, auch alle 30 Sekunden, 3 Liegestütz, sollte auch klar sein. Push-Up oder Hand-Release-Push-Up, so wie es geht. Dann Minute 11 bis 15, jede Minute, also alle 60 Sekunden, 3 Jumping-Air-Squats, jetzt nicht Max-Effort, aber unter 90 Grad und ein kleiner Sprung. Unter 90 Grad und ein kleiner Hüpfer. Dann Minute 16 bis 20, jetzt noch ein bisschen fieser, 6 Jumping-Lunges. Und zwar geht ihr aus dem Auswahlschritt, Knie berührt ihr den Boden, in einen kleinen Sprung und auf die andere Seite. Hier ist wichtig, dass ihr die Hüfte streckt dabei und nicht hier unten bleibt. Sondern wirklich immer schon in einen richtigen Sprung gehen, sodass ihr eine richtige Hip-Extension habt dabei. Minute 21 bis Finish, bis Ende, für alle 2 Minuten, 9 bis zu Elbow. Rückenlage, Bauchnabel einziehen, Schulterblätter in die Luft und aus der Position bringt ihr bitte einmal die Knie an Elbow. Viel Spaß wünsche ich euch. Auf jeden Fall anstrengend.